Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du den Mittelwertsatz der Integralrechnung kennen und du solltest wissen, wie man den linearen Mittelwert einer Funktion berechnet. Diese beiden Dinge haben wir in den vorangegangenen Videos bereits gelernt. Deine Ziele für dieses Video sind, den linearen Mittelwert einer stückweisen konstanten Funktion zu berechnen und du wirst die Erkenntnis gewinnen, dass der Wert des linearen Mittelwerts, den wir berechnen werden, genau unserer Erwartung entspricht. Das ist, wir werden eine Vermutung aufstellen, eine Erwartung und das dann durch Berechnen überprüfen und wir werden erkennen, dass unser Ergebnis genau unserer Erwartung entsprechen wird. Und hierfür haben wir folgendes Beispiel im nächsten Fenster des Arbeitsblattes. Hier auf der rechten Seite haben wir eine stückweise konstante Funktion f dargestellt. Und deine erste Aufgabe ist es, den durchschnittlichen Funktionswert von der Funktion f im Intervall 0 bis 7 zu ermitteln. Das heißt, mein Arbeitsauftrag an dich, berechne den durchschnittlichen Funktionswert von f in 0 bis 7. Versuch das zunächst alleine und pausiere dazu das Video. Gut, also wir sollen zunächst den durchschnittlichen Funktionswert von f im Intervall 0 bis 7 ermitteln. Hier rechts oben haben wir einen kleinen Hinweis, der uns bei der Berechnung hilft. Und hier steht, jedes Stück hat die gleiche Breite. Das heißt, wir haben hier eine stückweise konstante Funktion und die ist immer genau einen Schritt lang konstant. Das heißt von 0 bis 1 und dann von 1 bis 2. Das heißt, wenn wir den durchschnittlichen Funktionswert ermitteln wollen, dann müssen wir im Grunde nur die Rechtecksflächen berechnen. Das heißt, von 0 bis 1 haben wir die Fläche genau 2 mal 1, also 2. Und dann von 1 bis 2 haben wir 5 mal 1, also 5. Das heißt, wir summieren die Rechtecksflächen auf und dividieren dann durch die Breite, das heißt, wir dividieren durch 7. Das heißt, damit erhalten wir 2 plus 5 plus 4 plus 3 plus 1 plus 2 plus 4 dividiert durch 7 und bekommen somit als durchschnittlichen Funktionswert den Wert 3. Du könntest dir das auch so vorstellen, dass wenn du dir in Gedanken bei 3, also bei dem Funktionswert 3 eine Linie vorstellst, dann kannst du alle Kästchen, die oberhalb sind, auch unter die Linie bei 3 legen, sodass unterhalb von 3 alles befüllt ist. Und damit ist ganz schön anschaulich, dass der durchschnittliche Funktionswert hier 3 sein muss. Nun haben wir das Ganze intuitiv berechnet und nun werden wir die Rechnung auch mit der Formel für den linearen Mittelwert durchführen, die wir bereits kennengelernt haben. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Gut, berechnen wir nun den linearen Mittelwert der Funktion im Intervall 0 bis 7 gemeinsam. Und hierfür blenden wir uns zunächst nochmal kurz die Formel ein für den linearen Mittelwert, den wir schon kennengelernt haben, und setzen nun entsprechend für unsere Funktion ein. Das heißt, wir haben m ist gleich 1 durch 7 mal dem Integral von 0 bis 7 von f von x dx. Wenn wir hier nun das Integral berechnen wollen, dann können wir wieder einfach eine Summe aller Rechtecke bilden. Das heißt, das erste kleine blaue Rechteck ist die Fläche 2 und das nächste die Fläche 5. Im Grunde genau wie wir es zuvor gemacht haben und erhalten damit 1 durch 7 mal 2 plus 5 und so weiter und erhalten wiederum das Ergebnis 3. Das heißt, das Ergebnis, das wir bei der Berechnung des linearen Mittelwerts erhalten, entspricht genau dem Ergebnis, das wir auch intuitiv als durchschnittlichen Funktionswert ermittelt haben. Das heißt, man sieht hier wieder, das Ergebnis des linearen Mittelwerts entspricht genau unserer intuitiven Erwartung. Das ist das, was wir auch als durchschnittlichen Funktionswert ermittelt haben. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.